Guten Abend, meine Damen und Herren. Frankfurt am Main. Eine Anzeige in den einschlägigen Immobilienportalen sorgt derzeit für Unruhe bei den Anhängern von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Eintracht-Publikumsliebling Martin Hinteregger bietet dort seine Villa zur Miete an. Droht jetzt vielleicht der Abgang des Publikumslieblings mit dem starken linken Huf? Akte Fußball 2000 geht dieser Frage nach. Deshalb schalten wir live nach Frankfurt-Niederrad zu Marc-Ulrich Meyer-Weidenfeller. Ja, Phil, das Team von Akte Fußball 2000 hat sich auf den Weg gemacht und die wohl bekannteste Villa Frankfurt seit letzter Woche gesucht. Und so viel sei verraten, wir haben sie gefunden. Hier wohnt Hinti und wir werden jetzt einfach mal nachfragen, was denn dran ist an diesen ganzen Gerüchten, die im ersten und bis dritten deutschen Internet so rumgingen. Ich werde mal klopfen. Servus! Sind wir reinkommen? Komm, klar, komm rein. Ja, super, danke. Fußball 2000. Wir haben diese ganze Sache, die bei ImmoScout rumging, mal ein bisschen untersucht und aktuell haben wir, glaube ich, keine Hinweise gefunden, dass sein Herz nicht mehr an der Eintracht hängt. Im Gegenteil, da hinten hängt ein Poster von dir, Basti. ganz jung, ja. Marvin habe ich auch irgendwo gesehen, als Starschnitt, glaube ich, vorne, ja. Also es spricht sehr vieles dafür, glaube ich, dass wir uns nicht allzu große Sorgen machen müssen. Ja, so einen Faust-Händen-Trick habe ich auf jeden Fall hier nicht gefunden, auch nicht auf der Toilette oder sonst irgendwo. Würde ja auch nicht weggehen, ehrlich gesagt. Nee. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Liebe Freunde, was nicht so schön ist, ist trotzdem immer noch Corona. Und so ein bisschen hat man das Gefühl, bei der Eintracht merkt man das schon krass, dass eigentlich irgendwie gar nichts passiert, oder? Ja, das ist seltsam. Du kommst so überhaupt nicht in diesen Mut, in dem du normalerweise zu dem Zeitpunkt der Vorbereitung bist. Die Sonderhefte kommen raus. Absolut. Mit Trainingslager, Gerüchte, jeden Tag, bam. Und du surfst dich einmal quer durchs Netz und denkst dir, oh geil, hier, pam, pam. Hast irgendwelche, malst dir virtuelle Wunschaufstellungen zum Saisonstart und sowas. Ist überhaupt nichts davon da. Es ist irgendwie seltsam, weil es so komplett ruhig ist. Hast du das Testspiel gesehen? Nein. Deswegen habe ich extra dich gefragt. Das habe ich mir seit dem Stadionbad angewöhnt. Ich habe gehofft, dass du mich nicht ansprichst. Nee, ich bin heute Thomas Berthold der Folge. Ich habe mir natürlich die Tore angeguckt. Zwei tolle Vorlagen von Steven Zuber gesehen, vor allem die zweite. Erste. Die zweite hat mir sehr gut gefallen. Das war super Sach. Auf jeden Fall. Also wie damals ein bisschen wie Marco Reus bei der WM auf Toni Kroos. Da haben ja dann auch alle gesagt, das Tor gehört zur Hälfte Marco Reus bei dem Freistoß in die. Ach, Reus? Ich habe Russ? Nee, Reus. Marco, ja. Aber ihr habt Steven Zuber angesprochen. Der macht einen guten Eindruck scheinbar. Also es gab tatsächlich viele Leute, die sich nicht so sehr über den Transfer gefreut haben. Aber ich muss sagen, bis jetzt, was man so hört und liest und was die Leute so sagen, könnte das zumindest eine Verstärkung werden. Also es ist, glaube ich, nicht von vornherein. Ja, ich glaube, es ist ein sehr, sehr spielintelligenter Spieler einfach. Dazu variabel einsetzbar und der kann schon kicken. Also das siehst du jetzt schon. Und dadurch, dass er dir halt wahnsinnig viele Optionen für die Offensive anbietet, ist das, glaube ich, tatsächlich eine Geschichte, die Sinn macht. Aber es behebt natürlich auch nach wie vor nicht die zwei Kernprobleme, finde ich, die wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder angesprochen haben. Mit Thema Ballsicherheit im Mittelfeld und halt der Faktor Tempo ist jetzt auch nicht so, dass der dadurch jetzt auf ein neues Level gehoben wird. Ich bin mir bei Steven Zuber echt noch ein bisschen unsicher. Also ich habe so ein bisschen das Hobby, mir random einen Spieler auszupicken, den alle irgendwie hypen und den dann nicht gut zu finden. Und am Ende ist es dieses Jahr Steven Zuber. Weil er jetzt in einem Testspiel mal zwei Dinger gemacht, hat gesagt, er liest gerne Bücher, weil ich ihm nicht abnehme auf der PK. Und eine sehr, sehr komische Vorstellungs-PK. Von Stephen King. Ich muss bei Steven übrigens immer an diese Erdmännchen denken. Kennt ihr das Video? Steve! Oh nein, das ist doch nicht Steve. Dann ist es Alan. Alan! Alan, deswegen, also hier hat er noch einen schweren Stand. Ich bin noch nicht 100% ja, gut, überzeugt. Das hat, der wird mir ein bisschen zu sehr gehypt. Nur weil er, also im Testspiel, das waren ja keine zwei Vorlagen. Der hat ja nicht den Ball nur so. Also, aber du gibst dir eine sehr gute Überleitung, weil wen du auch nicht gefeiert hast, war Kamada und der hat das ja einigermaßen gut gemacht. Dann. Wenn vielleicht das dein Kamada wird, gerne. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen für dich, Steve, mach dir keine Sorgen. Oh, dead. Ja. Aber ihr habt Kamada, wenn wir über Kamada sprechen, das gibt's auch noch nichts Neues jetzt. So, also ich habe das Gefühl, alle sind zwei Wochen im Urlaub gewesen. Also du hast es gesagt, wir hatten die letzten, weiß ich nicht, wahrscheinlich das letzte gefühlte Jahr, hatten wir immer diese Diskussion, passiert was. Dann wurde durch Corona der Stecker gezogen. Dann hatten wir plötzlich Angst, dass alle gehen. Ich stelle jetzt mal die Frage und schreibt das ihr mal in die Kommentare hier. Wenn ich euch anbieten würde, dass jetzt Transferschluss ist, würdet ihr das unterschreiben? Schwierige Frage. Ich glaube unterm Strich ja, weil ich zu viel Angst hätte, was sonst noch passieren kann. Aber diese Meinung ist einfach rein von der Angst getrieben, die ich so in mir trage, dass irgendwie doch noch zwei Tage vor Toreschluss irgendwie
Hinti und Kostic dann verkauft werden. Also ich würde das wirklich unterschreiben, wenngleich, ich habe es gerade schon gesagt, diese eklatanten Schwächen, die offensichtlich sind seit über einem Jahr, da nach wie vor nicht behoben werden würden. Aber ich würde es aus purer Angst würde ich es machen. Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Also man muss natürlich Corona damit reinrechnen, aber dann gehst du halt wieder in die Saison, hast wieder keinen Rechtsaußen, hast wieder keinen kreativen neben Kamada. Ist die Frage. Also wenn jetzt einer zu mir sagt, verkauf einen von den teuren vier und du kriegst dafür noch einen Rechtsaußen und irgendwie noch einen guten 10er oder 8er und kannst ihn irgendwie ersetzen, was man ja eventuell bei einigen von den Spielern, die hochpreisiger sind, bei der Eintracht hinbekommen würde. Ich will es noch nicht unterschreiben, ehrlich gesagt. Weil die Mannschaft, da fehlt was. Und wenn du mit der Mannschaft, wie ich da reingehst, glaube ich, wird schwierig. Es gab ja die Diskussion, Bobic hat es gesagt, wir sind absolut wettbewerbsfähig. Da gab es viele Leute, die auch in die Kommentare bei uns geschrieben haben, oh nee, das macht mir Angst. Das haben die letztes Jahr halt auch gesagt. Also die haben letztes Jahr am Anfang halt auch gesagt, unser Kader ist super. Der ist ja aber hat die Eintracht trotzdem nicht ihre Ziele erreicht? Aber der Kader ist trotzdem nicht besetzt. Ich finde aber, dass du Corona nicht ignorieren kannst. Weil ich habe es ähnlich wie du, ich hätte größere Horrorszenarien im Kopf, wenn es um Corona geht. Du hast kein Geld mehr. Ja. Und wenn diese Mannschaft so zusammenbleibt, hat die auf jeden Fall die Qualität, eine gute Rolle zu spielen, auch im Vergleich zu anderen Mannschaften. Ich glaube, auf Schalke geht die öffnen, glaube ich, ihre Briefe nicht mehr. Also ich glaube, in dieser Vergleich mit Mannschaften, denen es ähnlich geht wie uns, den würdest du mit dieser Mannschaft schon gewinnen, weil Kostic und Hinteregger würden halt bleiben und die Mannschaft ist ein bisschen länger da. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wer vielleicht auch einen guten Eindruck gemacht hat, was ich so höre, der in der Mannschaft Air Jordan genannt wird, ist Ache. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass wir da auch jemanden haben, der sich sogar ein bisschen an Patienz vorbeischieben kann. Aber und dass wir da vielleicht jemanden haben, der ein bisschen Tempo in diese Mannschaft bringt. Und du hast gesagt, dann hast du wieder keinen Rechtsaußen, aber vielleicht kann Zuber das ja zumindest interimsmäßig spielen und du kannst im Winter nochmal reagieren, wo du dann sowieso reagieren musst. Oder die machen halt wirklich wieder irgendwie ein anderes System und setzen auf Costa, voll auf rechts, setzen irgendwie zwei hinter einen Stürmer, das was ja irgendwie nicht klappt mit Dost. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie du es noch verschieben kannst. Trotzdem hätte ich gerne irgendwie noch ein, zwei, um so ein bisschen auch Euphorie zu entfachen. Also wenn jetzt wirklich so ein kompletter Stillstand in die Saison zu gehen. Ja, aber ich glaube, wenn die Euphorie ausreicht und sagen, hier, wir haben Trapp gehalten, Hinti gehalten, das wäre geil, wir haben Kostic gehalten, hätte auch keiner gerechnet aber, vor Corona. Reicht das, um eine Euphorie zu entfachen? Aber das ist halt die Frage. Ich glaube, von dem Gedanken, dass du dich irgendwo jetzt in so einen Euphorie-Modus reinspielst im Sommer, musst du dich, glaube ich, verabschieden, weil das ist einfach nicht machbar. Es ist nicht möglich und am Ende musst du froh sein, wie du es gerade schon gesagt hast. Andere Mannschaften, glaube ich, werden größere Umbrüche haben, die haben extremere Sorgen als die Eintracht. Wenn du mit der Truppe, die sich mehr oder weniger in- und auswendig kennt jetzt nach der letzten Saison, wenn du da eine gewisse Konstanz hast, ist das, finde ich, schon mal eine ganz gute Basis. Da bin ich tatsächlich deiner Meinung, auch wenn mir es noch schwerfällt, das zuzugeben. Das oh Gott. Aufmachen. Es steht der Freddy vor der Tür. Ach, der ist mal, wer es ist. Wo denn? Hey. Ja, nehmen wir an. Was gab's? DHL-Paket von Adidas. Nochmal zu Kamada zurück, den hast du auch schon angesprochen. Findet ihr das nicht auch ein bisschen seltsam, dass er sich so lange Zeit lässt, damit unterschreiben? Also ist das nicht auch irgendwie ein schlechtes Zeichen für die Eintracht? Also auf mich wirkt so, wenn ein Spieler wie Kamada, der wirklich jetzt eine Saison hat, mit viel Wohlwollen eine gute Saison, als gute Saison bezeichnet werden kann mit einem Bundesliga-Tor, wenn so ein Spieler so lange zögert und irgendwie die Eintracht nicht mehr als die Möglichkeit sieht, um nochmal durchzustarten. Ja, du musst aber gleichzeitig dann auch sagen, dass Kamada der entscheidendste Faktor in vielen Euroleague-Spielen war und dass er da irgendwie 6 oder 7 Buden gemacht hat. Aber trotzdem also kannst du nicht noch auf Bundesliga-Tor reduzieren. Ja, aber es ist kein Spieler auf der Ebene von Kostic. Nein, aber es ist der Spieler, der im letzten Jahr vielleicht den größten Schritt nach vorne gemacht hat. Das musst du schon sagen. Und der ist einer der wenigen, der halt mit seinen technischen Fähigkeiten einfach auch für den Unterschied sorgen kann, nach wie vor. Das hast du jetzt auch, siehst du fast in jedem Testspiel, dass der halt einfach unberechenbare Dinge tut und damit steht er halt eine Klasse höher über vielen anderen. Natürlich hat er jetzt einen gewissen Marktwert nach der letzten Saison, gerade weil er auf der europäischen Bühne da halt halbwegs gut performt hat. Ich weiß nicht, ob es komisch ist. Ist es komisch, dass Adi Hütter noch nicht verlängert hat? Das kommt, spielt ja damit rein. Also, dass beide irgendwie gerade die Eintracht nicht als den Verein sehen, so macht von außen den Einfall, der dazu in der Lage ist, diesen nächsten Schritt zu machen, wo sich Kamada selbst weiterentwickeln kann. Ja, aber diese wo Diskussion. Hütter das machen will, was er wie vorhat, also seine taktischen Dinge da umzusetzen. Ja, aber die Diskussion hatten wir doch. Und da müssen aber auch Kamada und Hütter sich der bewusst sein, dass die Eintracht Corona nicht erfunden hat. Sondern also die stellen sich ja nicht hin und sagen, nee, weißt du was, ich mache das aus Boshaftigkeit, dass ich dir deinen Wünschen nicht erfülle. Sondern du musst sagen, ey, wir wissen nicht, ob Zuschauer da sind. Wir wissen nicht, wie wir finanziell planen können. Ich finde, für die Situation, die gerade ist, hätte es auch viel schlimmer ausgehen können. Stell dir mal vor, wir hätten im Winter irgendwie noch Geld rausgeballert, wie wir es alle gefordert haben übrigens. Und du kaufst Spieler und stehst jetzt da
und weißt nicht, wie du, keine Ahnung, wie die Spieler zahlen sollst und so ein Kram. Ich finde, die Eintracht ist für die Verhältnisse, die wir gerade haben, in einer guten Position. Die Verhältnisse sind halt scheiße. Und da muss man aufpassen, wie du es gesagt hast, dass keine Euphorie entstehen kann, hat auch nicht nur damit zu tun, dass die Eintracht keine Spieler holt, sondern dass du auch gar nicht Bock hast, es gibt keine Saisoneröffnung, es gibt kein erstes Heimspiel, es gibt kein, du triffst dich nicht mit deinen Leuten. Ich glaube, Corona wird weiterhin, dabei bleibe ich, wird eine Augen-zu- und Durchnummer werden. Aber das ist halt auch das Problem bei Hütter, finde ich, so ein bisschen. Weil Adi Hütter ist halt ein Karrieremensch und das meine ich jetzt gar nicht abwerten, sondern der hat einen klaren Karriereplan, wie viele andere auch in diesem Geschäft. Und die Eintracht war für ihn Durchgangsstation. So. Das heißt aber, er hat auch gewisse Ansprüche. Er will sich weiterentwickeln, er will sein Profil schärfen und er will eine Mannschaft auf ein nächstes Level heben, was ja im ersten Jahr überragend geklappt hat. Und jetzt bist du aber in diesem Sommer, wo du mit ihm verlängern willst und er will eine Perspektive, er braucht eine Perspektive. Aber welche Perspektive kannst du ihm momentan geben? Das ist halt eine ganz beschissene Situation, um so dann Weichen für die Zukunft zu stellen, weil du musst ihm ja auch irgendwas anbieten. Ob das jetzt in Form von Neuzugängen ist, wahrscheinlich schon, aber du musst ihm irgendeine Perspektive bieten, sonst unterschreibt dieser Mann nicht einen neuen Vertrag. Und da ist halt die Frage, was du ihm bieten kannst. Ich meine, keine Ahnung, wenn irgendwie Martin Hinteregger dein bester Freistoßschütze ist jetzt inzwischen, nichts für ungut, gell? Ich weiß, du wolltest flanken eigentlich, aber gut. Ich meine nur, ne? Also wo ist diese Perspektive, die du ihm bietest, wo Adi Hütter sagt, geil, ich committe mich jetzt und ich bleibe länger hier. Ja, aber dann muss Adi Hütter halt die Perspektive auch zurechtdrücken und sagen, dass das einfach jetzt ein Jahr ist. Ich hoffe nur, dass es nur ein Jahr ist. Dass du halt irgendwie überstehen musst und vielleicht für die Entwicklung nutzen kannst, weil er kann sich auch beweisen. Er kann sagen, es ist eine schwierige Situation, ich habe denselben Kader, aber ich kann auch zeigen, dass meine Handschrift hier noch erkennbarer wird, weil ich bin jetzt länger da. Ich habe jetzt eine komplette Vorbereitung, in Anführungszeichen, war ein bisschen merkwürdig. Und da kann man halt immer sehen, was der Fußball ist, den er spielen lassen will. Ja. Auch für potenzielle neue Stationen, die er danach hat. Ja. Und nächsten Sommer kannst du ja dann vielleicht auch ein bisschen korrigieren, vielleicht sogar im Winter schon, weil wir dürfen nicht vergessen, Abraham ist auch nur noch ein halbes Jahr da. Du hast auf jeden Fall Projekte, die du machen musst. Kannst aber natürlich nicht von den Spielern verlangen, dass sie auf Geld verzichten sollen, gleichzeitig aber Geld rausballern. Die Diskussion hatten die Bayern schon. Ja. Das heißt, ich finde, dass jeder, der bei der Eintracht ist, muss sich mit dieser Situation, die gerade ist, committen und es durchziehen. Ich habe keinen Bock, dass irgendeiner so tut, als wenn wir ihm dankbar sein müssten, dass er bei der Eintracht ist. Weil wenn er das nicht will, dann musst du es nicht machen. Ich kann dich nicht auf meinen Geburtstag einladen. Dann sagst du, oh, ich weiß nicht, ob ich kommen will. Dann bleib halt zu Hause, bevor du jetzt hier rumschmollst. Jetzt reg ich mich doch wieder auf. So. Apropos. Also, apropos Geburtstag. Was? Apropos. Übergang. Alles Gute, Mario Mendel, zum Beispiel. Mario Mendel. Aber wenn ich das höre, dann will ich auf jeden Fall auf den Platz und will Tore schießen. Ja. Nein! 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 Just another Marvin Mendel. Marvin Mendel. Marvin Mendel. Marvin, ich habe versucht, dich anzurufen Samstag. Dein Handy war aus. Risikogebiet. Aber denk dran, hier ist kein Platz für Hass bei uns. Und wir lieben dich alle sehr. Aber was? Schreibt in die Kommentare, wie unruhig ihr seid. Happy Birthday, Marvin. Was ihr Marvin wünscht fürs neue Lebensjahr. Und wie unruhig ihr seid in puncto Kamada und Hütter, was da los ist. Oder ob ihr da noch völlig tiefenentspannt seid. Das Ding ist halt bei Kamada und Hütter, die anderen Mannschaften haben ja auch Corona. So ist es ja nicht. Und irgendwie ist es meiner Meinung nach. Kassel ist noch nichts. Kassel ist nichts. Trotzdem ist es ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, wenn die beiden so lange zögern. Also das sendet doch nach außen die Signale, dass die Eintracht im Vergleich zu anderen Mannschaften offenbar, die ja auch alle Corona haben und dadurch irgendwie weiter unten sind jetzt vom Niveau, irgendwas nicht passt. Nee, da weigere ich mich. Aber was ist denn mit dir passiert? Du warst derjenige, der uns die meiste Hoffnung gemacht hat und jetzt hat sich das ein bisschen... Ich dachte nur, das ist ein schlechtes Zeichen. Warum macht denn... Ja, aber die Eintracht muss auch mal ein bisschen hard to get spielen. Du musst auch mal froh sein, bei der Eintracht zu spielen. Dieses ganze Rangewanze immer, oh bitte Kamada, bleib bitte Hütter, bleib... Ja, ganz ehrlich, das meine ich doch. Kamada, wo will er denn hin? Also Kamada ist doch kein Spieler, der jetzt zu einem großen Verein wechselt. Ja, aber wenn er das denkt, dann denkt er das halt. Dann hat er halt einen Berater, der das denkt, dann soll er es machen. Viel Spaß. So. Die Eintracht ist trotzdem... Das ist alles, was ich sagen will. Das Kamada nicht verlängert, verstehe ich nicht. Wo will er denn hin? Du wolltest den letztes Mal noch gar nicht mehr in der Mannschaft haben und jetzt verstehst du nicht, dass er verlängert. Von mir aus geht mir nicht mit Kamada, von mir aus kann er gehen. Aber du bist allein dieses... Ich kann es nicht nachvollziehen. Ah, Freunde, ich sehe schon und ich hoffe auch, dass ihr da draußen merkt, dass es für uns auch gar nicht so leicht ist, gerade aktuell über die Eintracht zu sprechen, weil es kein Futter gibt. So, du hast es gesagt, normalerweise wäre das jetzt hier, würde Kicker Sonderheft, Elf Freunde Sonderheft, die würden alle Sonderhefte liegen, wir würden reden, wir würden Transfergerüchte wälzen. Einzig, es passiert momentan nicht so viel. Es dauert noch richtig lange, 5. Oktober. Und das ist genau das Transferfenster. Liebe Grüße an alle, die da keinen Bock drauf haben. Transfermarkt.de wird wahrscheinlich uns noch ein bisschen beschäftigen oder auch gar nicht. Wie gesagt, die Hauptfrage, die wir euch heute gestellt haben, würdet ihr unterschreiben, wenn ich jetzt sagen würde, das Transferfenster schließt und die Eintracht wäre gut aufgestellt? Ich finde, das ist momentan die spannendste Frage dieser Situation halt geschuldet. Habt ihr noch beide noch was auf den Herzen oder wollen wir uns jetzt hier mal was zu essen machen? Ja, machen wir was zu essen und vielleicht machen wir WG-Party hier nächste Woche. Wir halten euch unseren Kanälen auf dem Laufenden. Fischstellen gibt's auch. Ich gehe raus, Tischchen. Ja, alles klar.
Ich esse jetzt erstmal eine Traube. So. Fette! Was haben wir denn hier? Hier steht übrigens kein Bier auf dem Tisch. Das sieht nur so aus. Der Bruno Award. Guck mal. Gut, das war's gewesen. Den können wir ruhig nochmal zeigen. Kann man nochmal zeigen. Jede große Liebe beginnt mit einem unvergesslichen, romantischen ersten Date. Genauso war es auch bei dieser großen Liebe zwischen dem Besitzer dieser Hütte und uns, der Hinti Army von Fußball 2000. Das war vor fast genau einem Jahr und es war ein unvergesslicher, ein bezaubernder erster Abend. Wir haben Hinti überrascht bei der Bruno Gala in Wien. Guckt euch an, wie das war. Und lasst euch mitreißen, lasst euch bezaubern von dieser einmaligen, unvergesslichen Liebesgeschichte.